Ahoi, Kameraden, ahoi. Damage und 4 Kills in der Shimakaze. Und ein wenig Schatzi-Talk. Bleibt dran. Also eben dann 17 Uhr, dann habe ich auch so eine Stunde Zeit, bis Frauchen nach Hause kommt. Habe ich eine Stunde Zeit, ein bisschen runterzukommen, kann auch was essen und so um 6 ist sie da und dann kann ich ein bisschen Aufmerksamkeit heucheln. Ah, okay. Ja. Das Allerschlimmste ist, fahren wir nach A, ja, okay. Machen wir was ganz Langweiliges. Fahren wir dann nach A rüber, in der Hoffnung, dass da die fetten Schlachtschiffe sind zum Long Range Snippern. Da, wo die dicken Pötte sind, lässt sich auch gut tauchen. So viel zur Theorie. Ja. Das Schlimme war, sie war völlig begeistert, als ich gesagt habe, komm, Schatz, ich will das mal mit dem Stream probieren und geh das mal an. Was hat sie gestern gesagt? Oh, ist total toll. Jetzt kann ich dich vom Büro aus kontrollieren, was du machst. Okay, war eine scheiß Idee mit dem Stream. Egal. So, okay, Flugzeugträger haben wir nicht am Start, das ist schon mal viel wert. Gearing, Cabanossi, Benson, Tashkent. Ja, aber es ist. Meine Frau, also, wir sind ja nicht verheiratet, aber wir sind jetzt seit wann? Seit 2003, März 2003 sind wir zusammen. Das heißt. Wir haben 2016, wenn ich mich recht entsinne, ne? 13 Jahre plus X. Ja? Das heißt, das Mädel ist robust. 13 Jahre mit mir zusammen ist robust. Die kann was ab. Grüßterchen. Ob das mit der New Orleans verwechselt, die ist aber weniger bei Brennen. Jetzt auch nicht, okay. Da bloß die richtige Jahreszahl, sie schaut zu. Ja, nein, ja. Macht sie höchstens mal so zur Mittagszeit oder so, oder wenn überhaupt, dann guck mal kurz. Aber sie kommt auch nicht hier rein oder so, ne? Also sie geht da nur auf den, manchmal auf den, auf das Auswahlfenster und guckt einfach mal, oh, ob ich denn Zuschauer habe oder nicht. Wollen wir hier schon mal. Was haben wir denn hier alles im Angebot? Tirpitz, so weit nach außen will ich gar nicht schießen. Alter, kommt die Mogani aggressiv hier ran. Zwar jetzt frontal und alles nicht so super schlau, aber hey. Alter, Alter, Alter. Dann hören wir nochmal hier Speedy Gonzales an, damit ich hier aber ganz schnell wegkomme. Bleibt er jetzt stehen? Egal. Ich habe keinen Bock, dass ich hier aufgehe. Echt nicht. Ghost. Ja, da ist eine Benson. Vielleicht ja noch so ein Zufallstreffer. Einfach mal so ein bisschen hier reinhalten. Wer weiß. Sieht gut aus. Ninja Style. What? Ninja Style. Gut, geht doch. Früher war das meiner Mutter immer gemacht. Oh, 7500. Warte mal. Wenn du in Deutschland bist, wo ich mal von außen gehe, 7500 ist. Oh, ja, ich probiere es erst gar nicht da zu raten oder das versuchen zu was da in Frage käme. So, wir hatten hier noch eine Benson. Glaube ich, aber die hat auch nicht mehr viel Life, wenn das die ist. Ich glaube, die hat jetzt auch keinen Bock mehr, hier großartig zu kämpfen. Wir haben noch 20 Sekunden Reload für die Torps. Wir haben dann eine Hipper.
Türkels. Okay. Warte mal, wenn mich hinten die... Ah, die Mugami sieht auch nicht mehr toll aus, wenn mich unterstützt. Unterstützung kriege ich von hinten nicht mehr. Warte mal, die Hyper fährt weg. So. Probieren wir erstmal nur das Cap zurückzunehmen. Okay. Sounds like a plan. Ein vor, ein weiter, ein direkt rein. Da ist die Taschkent. Und dann drehen wir ab. Wirbelsturm kommt an. Ach, das kommt ja auch noch auf uns zu, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Deutsch-Kanadier. Ah! Okay. Das wird ja jetzt ja auch noch erhöht. Kommt ja demnächst noch viel öfter vor. Na? Ich weiß, normalerweise frühstück. Autsch, 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 autsch. AT. Naja. Erinnert ihr euch noch, was ich gesagt habe, dass so die Russen. Ja, muss aber auch besser zielen. Komm, jetzt gibt ihr mal ein bisschen Mühe. Hallo. Ja! Oh, irgendwo hat ein Torp getroffen. Okay. Das wird wahrscheinlich für die Türkis gewesen sein, ne? Das könnte ja mal ein besseres Game werden. Und zerstört. Wunderbar. Supi, geht doch. Okay. Feuer geht aus. Wenn das Reparaturding zurückkommt, brauche ich also erstmal nichts zu machen. Da ist eine Rohn. Okay, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gar nicht so verkehrt. Okay, Torps kommen hinterher. Ja, ich weiß, Frontaltorpen ist nicht immer so die beste Idee. Aber was willst du machen? Ah, hätte ich warten sollen, hätte ich hier Mist. Egal, komm. Geschütze gucken wahrscheinlich in die andere Richtung, oder? Können wir mal so 2, 1, 2. Oh. Der dreht auf mich zu. Weit. Ja doch, geht doch. Hey! Hallo, hallo, hallo! Kriege ich noch ein gutes Spiel hier hin? Das wäre ja richtig klasse. Hallo, hallo, hallo! Hallo, Ron! Man muss manchmal auch mal Vertrauen in sich haben. Und dann klappt's auch mit dem Dingswumms. Okay. Gut! 74, da kommt noch ein bisschen was dazu, also... Nehmen wir Gewehr, wir haben es bevorzugt. Österreich fängt in Bayern an. Okay, was ist da? Da gepinkt hat. Gut. Also das war doch mal ein schönes Spiel. Damit habe ich auch diesen einen Auftrag. Andersrum. Jetzt ist ganz zu spät. Ich hätte vorher andersrum wegdrehen müssen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Gut, jetzt auch egal. Der weiß, wo ich bin. Ich auch
gleich richtig schön sichern hier. Der dreht ab. Einmal da, einmal da, einmal da. Und ihm nur noch den Arsch zeigen. Und vielleicht vorher in Brand setzen. Wow! Funktioniert! Wahre Pracht hier. Na, trifft er was? Ja komm, das Ding ist so fett, da muss doch irgendwas treffen, oder? Jawohl, 1, 2, bingo. Wow, wuhu! Och, ach, ich das doch mal an. Zwar nix hier an Auszeichnung, aber hier 7 Dinge. Was haben wir? Handstreich. Okay, das Ding haben wir abgeschlossen, sind 500 Free XP, das kriege ich irgendwann zusammen. Nebelflotte, ja, kommt auch was. Da haben wir 450.000 Credits, wow. Wenn ich öfters gut spiele, dann habe ich ja auch mehr Credits. Sollte ich mir mal überlegen. Wow, 2,5 Base, nice. Schön. Schönes Ding. Ach, ich mach einfach mal. Wo habe ich denn meinen Pünder? 1, 2. Kann man vielleicht noch einen Ego-Post rauszimmern. Zurück zum Hafen. Jo, ne? Die blinde Katze findet auch manchmal eine tote Maus. Ist selten, kommt aber hervor. Ne? Das meintest du wieder, ne?